Zentrale gekommen sind, auch zu uns und gemeinsam diese heilige Messe zu feiern. Da ist ja schon der Herr Präsident. Grüß Gott. Hallo. Ich muss nämlich hier die Moderation. Ja, was sagst du? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, bei allem Bemühen sei du unser Beschützer. Hallo. Schönen Sonntagvormittag und freue mich, dass Sie gekommen sind. Und jetzt kommt was, es startet so wie alles Schöne im Leben mit Musik. Danke. Jahre Hilfswerk Ernst Brunn Niederleis, ein deutlicher Grund zum Feiern. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, das ehrt alle sehr. Wir werden jetzt weitermachen mit der Begrüßung, mit der wirklichen, weil ich bin ja nur der Kasperl und die wirkliche Begrüßende ist unsere Präsidentin, Vorsitzende Oberamts, weiß ich nicht, hast du einen Titel? Keine. Maria, Sie haben mich eingeladen, das zu machen, jetzt muss das ausreichen. Es freut mich, meine Damen und Herren, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es freut mich wirklich, weil wir feiern heute 20 Jahre Hilfswerk Ernst Brunn Niederleis. Speziell begrüßen möchte ich unseren Hausherrn, den Herrn Bürgermeister Johann Brügel. Dann möchte ich den Landtagsabgeordneten Herrn Ingenieur Hermann Haller begrüßen. Ganz speziell möchte ich jetzt den Herrn Präsidenten des Niederösterreichischen Hilfswerks begrüßen, den Europalandtagsabgeordneten Herrn Ernst Dr. Strasser. Die Grußworte. Was wäre so eine Veranstaltung ohne Grußworte? Das ist wirklich eine große Überraschung, dass ich noch die Redenreihe öffnen darf. Diese Hand, das ist, das kann man sagen, Hilfe, Hand, Herz, alles beginnt mit H, ohne C, nur H. Darum, ich sage Danke und wünsche für die Zukunft, dass Sie auch viel Freude haben vom Dienst bei dem Nächsten. Danke. Entschuldige, Herr der Geistlichkeit, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Landtagsabgeordneter, Frau des Hilfswerkes Ernst Brunn, Herr Obmann, meine sehr geehrten Bürgermeistervorgänger und Bürgermeisterkollegen, geschätzte Damen und Herren, Ehrengäste. Ich freue mich, dass wir heute hier diesen Herrentag feiern können und darf Ihnen natürlich für die Zukunft alles Erdenklich Gute wünschen und hoffe, dass so wie bisher die gute Zusammenarbeit auch in Zukunft. Der Bürgermeister aus Niederleis ist natürlich auch ganz wichtig, weil er, wie wir gehört haben, Niederleis ins Boot geholt worden ist. Die Niederleis sind natürlich sehr froh, dass es Hilfswerk Ernst Brunn Niederleis gibt und dass es in unserer Gemeinde auch
Dienstzeit geordnet leistet. Dafür bitte ich von Herzen kommen. Danke so. Kleine Grußworte aus dem weiten Lande. Danke, Herr Magister. Das Land Niederösterreich ist nicht weit, das ist nahe. Tag für Tag gibt bei jedem Bürger. Und der Besuch heute zeigt es, dass die Familie eine große ist und dass wir eigentlich da mit ruhigen Schritten in die Zukunft gehen können. Und auch ein, der es momentan schwach hat oder überhaupt ein bisschen krank ist, hat hier seine Freunde, auch außerhalb der Familie. Danke für Ihr Kommen und noch viel Glück. Herr Ladner. Sie waren als Gründungsmitglied dabei, ich nicht, weil ich bin erst 18 Jahre da. Aber sonst wäre er vielleicht auch dabei gewesen. Weil wir denken uns immer, naja, die Politiker, die sitzen da irgendwo in der EU und machen irgendwas, aber die arbeiten teilweise schon sehr viel und ich glaube, bei Ihnen ist es so und dafür danken wir. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Hilfswerks hier in Ernst-Brunn-Niederleis. Ich muss Ihnen sagen, immer wenn man nach Ernst-Brunn kommt, lernt man was dazu. Heute habe ich gelernt und ich darf Ihnen sagen, ich habe einiges an Erfahrung da. Und ich habe in Niederösterreich, in ganz Österreich, damals als Innenminister und jetzt auch in ganz Europa, jede Menge Apotheker kennengelernt. Aber ich habe noch nie so einen Apotheker kennengelernt, der so gut und wundervoll reden kann wie euer Apotheker. Und was mir natürlich eine Murzfreude macht, ich habe es nicht nur den redegewandtesten Apotheker Europas, so jetzt einmal, sondern er spendet auch den Erlös von seinem 50. Geburtstag dem Hilfswerk. Das ist ein großes Dankeschön wert und auch einen extra Applaus. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Und danke zu sagen, beherzten Männern und Frauen, die damals vor über 20 Jahren hergegangen sind und oft gegen schwierige Widerstände, gegen abschlägige Meinungen, gegen vieles, was da gesagt worden ist, das ist eh nichts und das haben wir eh schon alles gehört und das funktioniert eh nicht. Und vielen anderen, so wie die Maria das erzählt hat, die von Haus zu Haus gegangen sind, von Ortschaft zu Ortschaft und für die Idee geworben haben und dafür gesorgt haben, dass es Mitglieder gibt, die bereit sind, einen gewissen Beitrag zu leisten, damit der Gemeinschaft geholfen wird. Ich wünsche Ihnen Glück auf und alles Gute, Gottes Segen. Und auf nächste gute 20 Jahre. Glück auf.